Moin zusammen! Heute mal nicht aus der Werkstatt, sondern aus dem zukünftigen Kinderzimmer. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, werde ich bald Vater. Und was braucht man in einem Kinderzimmer, wenn man Vater wird? Richtig, einen Wickeltisch. Und wie ihr seht, hier steht zwar schon eine Kommode, aber ein Wickeltisch ist noch nicht da. Heißt, was habe ich gemacht? Ich habe einen Aufsatz für diese Kommode gebaut. Wie ich das gemacht habe, seht ihr nachher im Video. Erstmal zeige ich, wie ich es aufgebaut habe. Fertig ist es. Es ist alles da. Wickelauflage mit Platz zum Windeln. Platz für die Windeln selbst. Tücher, Waschlappen. Und natürlich auch hier, was braucht man? Wasser. Die Schüssel für Wasser. Diese habe ich extra eingefasst. Ach ja, und bevor ich es vergesse. Wenn es euer erstes Video auf meinem Kanal ist, dann lasst mir ein Abo. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Kommentar und über den Daumen hoch. So, und nun viel Spaß bei dem Video.